Festliche Versammlung, sehr geehrte Damen und Herren. Wolfgang Brettschneider hat es beim heutigen Morgenlob bereits vorweggenommen. Getrennt durch das Kirchenrecht, aber vereint im Geiste, begehen der Deutsche, Schweizer und Österreichische Nachfolgeverband des 1868 gegründeten Cäzilienvereins heuer 150-Jahr-Jubiläum. Das Jubiläum einer Institution, die wie nur wenig andere einen derart breiten und nachhaltigen Einfluss auf die musikalische Breitenkultur im Allgemeinen und auf die Kirchenmusik im Besonderen genommen hat. Der Liturgie der Kirche mit guter und angemessener Musik dienen. Dieses Anliegen der Gründungsväter ist heute genauso aktuell und wichtig wie vor 150 Jahren, auch wenn sich Zeitumstände und Rahmenbedingungen sehr gewandelt haben und ständig im Fluss sind. So darf ich Ihnen im Namen der Österreichischen Kirchenmusikkommission, welche bei uns den ACV-Vorstand stellt, einen herzlichen Gruß und unsere besten Wünsche für eine gute Zukunft unserer gemeinsamen Arbeit für die Menschen, die uns auf ihrer Gottsuche anvertraut sind, übermitteln. In drei Schlaglichtern möchte ich Ihnen gerne näher bringen, wie unser Wirken gut aufgenommen wird und welche Bedeutung es für das Leben der Kirche, ihre Liturgie und auch für die Gesellschaft hat. Der Grazer Dompropst Heinrich Schnuderl antwortete erst vor drei Tagen in einem großen Geburtstagsinterview auf die Frage, wann kommen heute Menschen zur Sonntagsmesse, wie folgt. Als Dompfarrer muss ich sagen, bei guter Kirchenmusik und wenn es einen Platz für Kinder gibt. Ein zweites, die altrussische Nestor-Chronik berichtet, warum sich die Kiewer Rus dem östlichen Christentum zugewandt hatte. Und wir kamen zu den Griechen und sie führten uns dorthin, wo sie ihrem Gott dienten und wir wissen nicht, waren wir im Himmel oder auf der Erde. Denn auf der Erde gibt es eine solche Schau und solche Schönheit nicht. Ein drittes. Vor etwa 20 Jahren führte mich eine Konzertreise in das Marienheiligtum von Minneapolis in Minnesota. Erstaunt über 800 Besucher einer gewöhnlichen Sonntagsmesse, fragte ich den damals zelebrierenden Bischof nach dem sogenannten pastoralen Erfolgsrezept. Er antwortete, Social Work and perfect liturgy. Nach einer großen Krise hatte man neben anderen Aktionen auch zwei professionelle Kirchenmusiker angestellt und es ging mit dem Messbesuch wieder aufwärts. Diese und andere Beispiele zeigen, dass gute Musik in der Liturgie und auch im geistlichen Konzert jene Atmosphäre vermitteln kann, welche in der Liturgiekonstitution im 8. Artikel beschrieben wird. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird. Diese Erfahrung zu ermöglichen ist wesentliche Aufgabe unseres Dienstes, wie es auch Papst Benedikt XVI. Mehrfach beschrieben hat. Franz Schubert drückt dies etwas säkularer, aber nicht weniger poetisch aus. Die holde Kunst entrückt uns in eine bessere Welt. Das ist nicht billige Jenseitsvertröstung, sondern ein unerschöpfliches Potenzial an Hoffnung, die letztlich auf den Verheißungen Jesu beruht. Diese Hoffnung auf ein besseres Leben, hüben wie drüben, tragen die Menschen in sich und sie suchen den Vorgeschmack dazu. Mit unserem kirchenmusikalischen Dienst können wir diese Hoffnung nähren, mit Inhalt füllen und so für Lebensqualität und auch für geistliches Zeugnis sorgen. Wolfgang Brettschneider hat uns dazu viel gesagt und uns auch Wege in die Zukunft gewiesen. Möge uns all das auch in Zukunft gelingen. Ich danke Ihnen. Applaus